Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute ein ganz aufregendes Video. Ihr habt es ja schon in der Beschreibung gelesen, aber ja, ich spreche heute oder habe geplant, einen kleinen Booktalk über ein Buch zu machen, welches mich jetzt die letzten 2 Tage in Atem gehalten hat und welches ich unfassbar gewaltig fand. Es gibt immer so eine Zeit im Jahr, auf die freue ich mich neben dem Herbst und Weihnachten ganz besonders, und zwar ist das immer im Oktober das Erscheinungsdatum des neuen Fitzek. Und ja, dieses Jahr war es am 21. Oktober soweit. Ich habe das Buch direkt, also ich habe es vorbestellt, es kam dann auch pünktlich an. Toi, 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 also alles super gelaufen. Ich habe dann direkt angefangen zu lesen und ja, hat es dann auch in weniger als einem Tag, glaube ich, beendet. Also das ging ratzfatz, aber es ist kein Wunder. Da ist eigentlich, wenn von dem Autor ein neues Buch rauskommt, ist da eigentlich Verlass drauf, dass man das wirklich schnell weglesen wird. Ihr habt es eh schon gesehen, aber es geht um Sebastian Fitzek und Der Heimweg. Man erkennt das Buch hoffentlich so ein bisschen. Es ist eben alles so schwarz geschrieben hier. Und auch auf dem Buchrücken, auf der Rückseite, der Klappentext ist quasi auch komplett schwarz. Nur die Schrift ist so ein bisschen erhaben. Ich habe geplant, ein kleines Booktalk-Video über das Buch zu machen. Also ich werde euch ein bisschen was zum Buch erzählen, natürlich dann auch, wie es mir gefallen hat, wie ich es allgemein so einordnen würde, so auch im Vergleich zu den anderen Fitzeks, ob es meine Erwartungen vollständig erfüllen konnte, das werde ich euch jetzt gleich verraten. Ich freue mich sehr, wenn ihr dran bleibt. Ich werde übrigens darauf achten, dass es spoilerfrei ist, also keine Sorge. Falls ihr das Buch noch lesen möchtet, dann macht das sehr, sehr gerne. Da möchte ich euch nicht einschränken, ich werde nicht spoilern, sondern ja, versuchen eben möglichst spoilerfrei meine Meinung zu dem Buch wiederzugeben. Am besten starten wir jetzt erstmal mit dem Klappentext oder einer kleinen Inhaltsangabe. Worum geht es hier eigentlich in diesem Buch? Es geht einerseits um Jules Tannberg, der an einem Samstag, der an einem Samstagabend kurz vor Mitternacht am Telefon sitzt. Er ist nämlich ehrenamtlich ein Helfer des Begleittelefons, des Heimwegtelefons, wie man auch immer es nennen möchte. Und zwar ist es für diejenigen, die eben nachts nach Hause müssen alleine, aber irgendwie Angst haben. Und dann, ja, gibt es eben dieses Angebot, dass jemand am Telefon mit einem spricht und einen sicher sozusagen nach Hause geleitet. Und sollte es zu einem Notfall kommen oder zu einer anderen Situation, dann weiß derjenige am Telefon auch sofort, wo die Person ist und kann den Notruf. Also eine super tolle Organisation, die es auch wirklich gibt. Das wusste ich vorher auch schon, aber jetzt durch das Buch habe ich mich schon ein bisschen näher auch mal damit beschäftigt. Finde ich super die Sache. Ganz, ganz toll und nur zu empfehlen. Genau, und eben jener Jules sitzt an diesem Abend am Telefon und kriegt einen panischen Anruf von Clara auf der anderen Seite der Leitung sozusagen. Und Clara ist aufgebracht, sie ist panisch und sie redet davon, dass sie verfolgt wird, dass sie nicht alleine ist, dass sie von einem Killer verfolgt wird, der sie schon mal besucht hat und der vor ein paar Wochen das Todesdatum, ihr Todesdatum an die Wand geschrieben hat. Und dieses Datum bricht in weniger als 2 Stunden an. Genau, darum geht es in dem Buch. Und als ich das erfahren habe, worum es ging worum es geht in diesem Buch, war ich direkt schon mal, wow, es ist wieder ganz Fitzek-like. Es macht neugierig. Und mir war auch schon klar, okay, das klingt da jetzt relativ einfach und simpel. Da steckt auf jeden Fall auch noch was anderes dahinter, beziehungsweise da werden wahrscheinlich auch noch andere Themen angesprochen, würde ich sagen. Vorab, bevor ich jetzt irgendwas zu meiner Meinung sage, ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Buch eine Triggerwarnung benötigt. Und zwar eine Triggerwarnung über häusliche Gewalt und Gewaltfantasien und alles, was damit einhergeht. Weil für mich persönlich ist es ein Buch oder gerade mal ein Fitzek, der zu den brutalsten zählt, auf jeden Fall, würde ich ganz, ganz klar sagen. Ich fand Der Insasse zum Beispiel auch schon sehr brutal, aber dieses Buch ist dann nochmal eine Schippe drauf. Also es gab hier einige Szenen, da musste ich auf jeden Fall durchatmen, da wurde mir auch teilweise übel. Es ist wirklich nicht für schwache Nerven. Das, was hier beschrieben wird, ist sehr explizit, sehr bildhaft und eben sehr grausam und sehr brutal. Deshalb, ja, es gibt hier leider keine Triggerwarnung. Ich würde mir wünschen, vielleicht in der zweiten Auflage, dass es eine gibt, aber ja, hier ist so ein ganz kleines Vorwort, beziehungsweise so Zitate, auch vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wo man vielleicht sich schon mal das denken könnte, aber ich finde, das reicht noch nicht. Also eine Triggerwarnung fände ich auf jeden Fall sehr, sehr angebracht.
Ja, der Einstieg ist direkt rasant, so wie wir das von dem Fitzek kennen. Es geht sofort los, man ist sofort im Geschehen und das Buch hat 400 Seiten knapp und ich kann euch sagen, auf den 400 Seiten geht es auch durch und durch rasant weiter. Also ich hatte persönlich beim Lesen keine Minute zum Durchatmen oder beziehungsweise wo ich mir überdachte, ach, jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger, jetzt passiert irgendwie nichts. Nein, es ist auf den 400 Seiten komplett spannend, komplett fesselnd und man möchte einfach weiterlesen. Das kennen wir von Fitzek, alle Kapitel enden spannend. Und das ist schlau gemacht, weil so möchte man natürlich immer weiterlesen. Und so ging es mir auch bei diesem Buch. Ich hatte in der ersten Nacht, als ich das gelesen habe, direkt einfach mal so 200 Seiten gelesen und in der zweiten Nacht dann den Rest des Buches. Also ich habe es mir quasi ja aufgeteilt auf zwei Nächte. Also eigentlich innerhalb von wenigen Stunden einfach gelesen. Fitzeks Schreibstil ist wie immer, wie wir ihn kennen, also sehr, sehr flüssig, sehr einfach zu lesen, sehr kurze, einfache Sätze, auch generell eine einfache Sprache, also da kommt man auch super, super durch. Ich finde beide Charaktere, die wir hier kennenlernen, also Jules und Clara auf der anderen Seite, sehr interessant und auch psychologisch sehr interessant, was die ganzen Charakterzüge angeht, sage ich mal, weil man denkt irgendwie am Anfang vielleicht, die beiden haben nichts miteinander gemeinsam. Das sind zwei komplett unterschiedliche Charaktere und Protagonisten, aber dem ist überhaupt nicht so. Also das merkt man dann im Laufe des Buches, die haben mehr gemein, als sie wahrscheinlich selbst denken würden, ohne jetzt zu viel zu verraten. Das ist doch das Einzige, was ich dazu sagen werde. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich mag es generell, so ein bisschen auch so auf das Psychologische zu gehen. Ihr wisst, ich bin einfach ein ganz großer Fan von Fitzeks ersten Büchern, die, finde ich, noch sehr psychologisch eben waren und weniger, ja, durch Blut und Gemetzel auskamen. So, und ich hab's euch ganz oft gesagt, ich hab's vermisst in den neueren Büchern. Genau das, dieses Psychologische, dieses den Atem anhalten, dieses Gefühl, was steckt da jetzt dahinter? Wem kann man eigentlich trauen? Ist doch vielleicht gar nicht alles so, wie es hier beschrieben wird. Und diese ganzen Momente, wo man einfach nur mit offenem Mund und angehaltenem Atem da sitzt, weil man es einfach nicht realisieren kann, was hier gerade abgeht. Und ein Plot-Twist jagt wirklich dem nächsten. Und das habe ich ehrlicherweise wirklich vermisst in den letzten Büchern. Bei Das Geschenk, da war ich ja komplett enttäuscht von dem Buch, leider. Deshalb hatte ich auch gar nicht jetzt die größten Erwartungen, weil ich irgendwie dachte, ja, okay, Laura, warte einfach mal ab. Aber ich kann euch sagen, dieses Buch kommt auf jeden Fall an seine ersten Werke dran, die ich so vergöttere, und teilt sich von nun an auf jeden Fall auf einen Platz neben meinen allerliebsten Fitzeks. So gut fand ich das Buch. Also es ist für mich auf der gleichen Ebene wie zum Beispiel Der Seelenbrecher oder Die Therapie oder Abgeschnitten, Der Augensammler. Das ist für mich alles so eine Schiene, obwohl natürlich die Geschichten jeweils unterschiedlich und sehr, sehr anders sind. Vom Stil und von dem Empfinden, was ich beim Lesen hatte und von den Gefühlen, die ich hatte. Und ja, da ist einfach, es ist einfach, Fitzek ist back für mich. Also ich war unfassbar fasziniert von diesem Buch. Ich glaube, es spricht auch einfach für sich, dass ich das so schnell gelesen habe. Also ich konnte einfach nicht aufhören. Es wird immer spannender, die Geschichte spitzt sich zu, wir erfahren immer mehr grausame Details und was so harmlos einfach auch startet mit so einem ganz normalen Begleittelefon, ich will das jetzt nicht runterspielen mit dem ganz normalen, aber wisst ihr, was ich meine? Das entwickelt sich zu so einer krassen, komplexen Geschichte, hinter der so viel mehr noch steckt, was man niemals vielleicht gedacht hätte. Also als das Ende kam und als es alles so sich zugespitzt hat, noch mehr, und wir dann erfahren haben, okay, das steckt dahinter, so ist das Ganze, so hängt alles miteinander zusammen, war ich wirklich baff. Ich habe es 0,0 kommen sehen. Also natürlich hatte ich auch wieder meine Theorien, wie es alles sein könnte, wer vielleicht dahinter steckt, wer hier der Bösewicht ist. Aber wer es jetzt tatsächlich war und wie alles aufgelöst wurde, ist so genial gemacht, finde ich, so komplex, so hochpsychologisch und einfach so gut gemacht, dass ich wirklich nur da saß und innerlich geklatscht habe für diesen Autor, weil er so eine fesselnde, grandiose Geschichte geschrieben hat. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr merkt vielleicht schon, ich bin so begeistert von diesem Buch. Ich habe es jetzt tatsächlich auch mit 5 Sternen bewertet, weil ich nichts auszusetzen habe an dieser Geschichte. Das ist ein Thriller, wie ich ihn mir wünsche, wie ich ihn mir hoffe. Mit tollen Charakteren, mit einer super spannenden Geschichte, mit einem krassen Plot-Twist, der wirklich alles komplett nochmal neu aufrollt. Und ich ziehe meinen Hut wirklich. Das Buch gehört zu meinen Jahreshighlights, ganz, ganz klar. Und wirklich auch wieder mal zu den besten Fitzeks. Nach so vielen Jahren endlich mal wieder ein Buch, bei dem ich wirklich rein Herzens oder rein Gewissens sagen kann, lest dieses Buch wirklich. Ich kann es nur empfehlen. Also
Ja, ich bin sehr fasziniert und freue mich sehr, so ein gutes Buch gelesen zu haben. Ganz oft wird ja auch kritisiert, ja, es ist alles zu konstruiert, das findet nie im Leben so statt, diese Geschichte. Und natürlich findet das niemals im Leben so statt. Aber es gibt immer wieder kleinere Komponenten, die das Ganze, beziehungsweise die aus dem wahren Leben gegriffen sind. Und natürlich ist das alles immer ein bisschen überspitzt. Aber, und das meinte Fitzek auch hier in der Danksagung, generell die Danksagung lohnt sich immer, sich durchzulesen. Er schreibt Bücher, um zu unterhalten. Das ist sein größtes Ziel, das ist seine Hauptintention. Und es muss nicht immer alles eins zu eins genau so stattfinden. Und das erwarte ich bei so einem Buch auch nicht. Und deshalb wünsche ich mir manchmal auch diese Kritiker würden vielleicht so mit diesem Gesichtspunkt irgendwie daran gehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich zu 100% unterhalten gefühlt. Es war ein absolut kurzweiliges, grandioses Leseerlebnis. Ich bin komplett begeistert und wirklich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Also lest dieses Buch. Wie gesagt, es ist nicht ohne, nochmal die Warnung, es ist sehr, sehr, sehr brutal. Ja, man taucht wieder ein in so menschliche Abgründe. Beziehungsweise die Sachen, die hier thematisiert werden, das gibt es halt wirklich, beziehungsweise das findet halt wirklich statt, so im Untergrund. Oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und das irgendwie zu wissen mit dem Gesichtspunkt und dann dieses Buch zu lesen, ist einfach nur krass und brutal. Und ja, aber nichtsdestotrotz wirklich ein absolutes Highlight für mich. Und ich bin so froh, so ein tolles Buch jetzt gelesen zu haben. Ich kann es euch nur empfehlen an alle, die vielleicht ja, jetzt auch neugierig sind. Wie gesagt, ja, lest dieses Buch. Ich ziehe meinen Hut. Ja, ich bin natürlich auch sehr gespannt, was ihr sagen werdet zu dem Buch. Lasst uns gerne ein bisschen diskutieren und ein bisschen schreiben darüber. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht seht ihr das genauso wie ich, vielleicht seht ihr es aber auch ganz anders. Lasst uns gerne schreiben, aber bitte darauf achten, dass wir spoilerfrei bleiben für alle, die das Buch auch noch lesen möchten. Falls ihr mit mir über Spoiler reden möchtet oder die komplette Geschichte reden möchtet, dann tut es auch gerne. Dann könnt ihr mir immer privat bei Instagram schreiben, da können wir dann uns drüber austauschen. Aber in den Kommentaren, eben dadurch, dass es so öffentlich ist, würde ich euch darum bitten, spoilerfrei zu bleiben. Aber mehr bleibt mir jetzt auch einfach gar nicht zu sagen. Jetzt heißt es wieder, ein Jahr warten auf den neuen Fitzek. Ich weiß schon gar nicht, wie ich das machen soll. Aber wow, also wirklich, wirklich gut. Ich glaube, es ist so ein bisschen rübergekommen, dass ich sehr, sehr begeistert bin von dem Buch. Langsam tut auch mein Arm ein bisschen weh vom Halten. Ja, vielleicht können wir nochmal auf das Design eingehen, was ich auch super schön finde. Also es ist halt die Limited Edition, es ist komplett schwarz, das gesamte Buch, wie eben schon gezeigt, auch hier der Buchschnitt und so. Und wenn man das eben öffnet, es ist ja so ein bisschen erhaben, beziehungsweise 3D, dann sehen wir das hier. Also super cool gemacht. Ja, und dann geht es eben los und hinten haben wir auch noch, ja, wow, ein kleines Porträt vom Meister des Horrors, wie ich ihn jetzt immer nennen werde. Ja, also ich freue mich. Sehr, 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 sehr gutes Buch. Schreibt mir gerne eure Meinung, wie gesagt. Dann lasst uns gerne ein bisschen drüber austauschen. Und ja, mehr bleibt mir auch gar nicht mehr zu sagen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich sehr darüber und freue mich auch über den Austausch mit euch. Und würde jetzt sagen, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, sehr, sehr gerne im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!